Es ist Antwort D. Der Ball bleibt unter Wasser. Wenn überhaupt, fließt Wasser nur langsam aus dem Trichter. Das Wasser über dem Tischtennisball drückt ihn nach unten. Zwar ist er mit Luft gefüllt und leichter als Wasser. Zum Schwimmen ist allerdings Druck des unter dem Ball befindlichen Wassers erforderlich. Der fehlt hier, weil dort entweder kein Wasser ist oder es direkt durch den Trichter abläuft. Würde man von unten den Finger gegen die Trichteröffnung halten, könnte das Wasser unter dem Ball Druck aufbauen und der Tischtennisball würde schwimmen.